möchte 6 mal 7.981 rechnen. Und in dem Video möchte ich euch mal zeigen, wie man diese Zahl hier, die sieht ja auf den ersten Blick ganz schrecklich aus, zerlegen kann, beziehungsweise was hier eigentlich dahinter steckt. Und dazu überlege ich mir, dass 7.981 eigentlich einfach 7.000 plus 900 plus 80 und 1 ist. Und die 7.000, die schreibe ich da mir als erstes mal hin. Schreibe ich mir hier nochmal drunter. Ich habe hier also meine 7.000. Plus 900. Plus 80. Plus 1. Gut, 7.981. Und jetzt mache ich hier mal so einen, ja, so einen Kasten drunter. Ihr werdet gleich sehen, wozu das gut ist. So. Okay. Und jetzt schreibe ich mir vorne hier meine 6 wieder hin, von hier oben. Jetzt falsch gemacht, nochmal, nochmal. Also das ist hier die 6. Und jetzt rechne ich einfach. Ich weiß, dass 6 mal 7 42 ist. Ich habe aber diese drei Nuller, die stehen ja für 1000. Und wenn 6 mal 7 42 ist, ist 6 mal 7000 eben 42.000. Und meine 42.000, die schreibe ich mir hier hin. 42 und 3 Nullen ergibt 42.000. Jetzt rechne ich 6 mal 9, da weiß ich, das ist 54 und 2 Nuller dran. Ups. Andere Farbe. Also ich habe hier die 54 und die 2 Nullen. Und du kannst aber auch so rechnen, 6 mal 9 ist 54 und 6 mal 900 ist eben 54 mal 100 oder 5400. Mache ich jetzt weiter. Ich weiß, dass 6 mal 8 ist 48. Ich hänge eine 0 dran, dann habe ich hier 480. Und 6 mal 1 ergibt natürlich 6. Gut, was ich jetzt mache, ich addiere diese vier Zahlen letztendlich auf. Ich habe also hier wieder 42.000, 42.000. Plus 5.400, 400, einen Punkt dahin machen und 480 plus 6. Jetzt addiere ich das Ganze. Das gibt ihr hier 6, 8, nochmal die 8. Und 2 und 5 ergibt 7, tausender Punkt, und das hier bleibt bei der 4. Ich habe also mein erstes Ergebnis. 6 mal 7.988 ist 47.000 und 886. Okay, das war doch ganz einfach. Und jetzt kommt wirklich was Tolles noch. Du kannst es auch im Kopf rechnen. Also nehmen wir mal an, du hast eben kein Blatt Papier. Dann kann ich das auch so machen. Ich fange hier wieder an mit meinen 6 mal 7000. Da weiß ich ja schon, dass das 42.000 ergibt. Als nächstes rechne ich 6 mal 900. Und da weiß ich, dass das 54.000 gibt. Und meine 42.000 und 5.400 kann ich im Kopf rechnen. Das ergibt schon 47.400. Okay, jetzt kommt noch die 6 mal 80. Da weiß ich, dass 6 mal 8 ist 48 und 6 mal 80
ist 480. Und wenn ich das jetzt noch auswendig weiß, dann addiere ich hier nochmal 480 dazu und bekomme dann 47.880. Und jetzt weiß ich, es sind noch 6 übrig und ich bekomme auch meine Lösung. Und das sind 47.886.